Hey Leute, ich bin Hannes und das sind die IGN News. Noch nicht einmal fertig und schon ein Millionenseller. Nach nur 4 Wochen bei Steam Early Access hat sich die Standalone-Version von DayZ 1 Million Mal verkauft. Das ist in den Augen von Chefentwickler Dean Hall nicht nur ein Achtungserfolg, es ist vor allem auch ein Warnschuss an die Publisher. Indie meinen schon lange nicht mehr nur kleine Nischenspiele, Indie sei ein großes und ernsthaftes Geschäft geworden. Hall ist sich zwar bewusst, dass Kickstarter und Early Access ihre ganz eigenen Probleme haben, sie sind aber auch ein Beweis dafür, dass die Spieler auch ein unfertiges Produkt annehmen, weil sie an der Entwicklung beteiligt sind und mehr Kreativität in ihren Spielen fordern. Den großen Erfolg des Titels feiern übrigens nicht nur die Entwickler, sondern auch die Zombies. DayZ's Lead-Designer ließ sich kurzerhand einen kleinen Freudentanz aufführen. Bis DayZ erscheint, dauert es aber noch ein bisschen. Eine Beta-Phase soll voraussichtlich erst Ende des Jahres starten. Das war's für heute. Für weitere News folgt IGN.com.